Jadon Sancho hat offenbar den nächsten Megatransfer von Manchester United verraten. Während eines Workouts in einem Instagram Live lud der United-Neuzugang seine Fans zu einer Fragerunde ein. Als jemand schrieb, berühre deine Mütze, um Varane bekannt zu geben, tat Sancho Sekunden später genau das. Wie Sport1 weiß, steht der Transfer des Franzosen von Real Madrid tatsächlich kurz bevor. Die Engländer bieten wohl 50 Millionen Euro Ablöse als garantierte Summe plus Boni. Spieler und Club sind sich weitgehend einig. Englischen Medienberichten zufolge wird Varane am Mittwoch zum Medizincheck in Manchester erwartet. Hertha BSC hat Angreifer Stefan Jovetic verpflichtet. Der 31-Jährige kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Jovetic spielte in der vergangenen Saison in Monaco, war aber seit dem 1. Juli vereinslos. Der Montenegriner lief unter anderem für Manchester City oder den AC Florenz auf. Er ist erst der dritte Spieler, der in allen 5 europäischen Top-Ligen unter Vertrag stand. Sky zufolge steht Offensivspieler Leon Bailey vor dem Abschied von Bayer Leverkusen. Aston Villa soll dem Werksclub bereits ein Angebot für den Jamaikaner unterbreitet haben. Davor hatten auch andere Clubs von der Insel Interesse gezeigt, darunter die Wolverhampton Wanderers, Leicester City, der FC Everton oder der FC Southampton. Unter 30 Millionen Euro Ablöse dürfte Bailey aber wohl nicht zu haben sein. Der 23-Jährige kam im Januar 2017 für 13,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten Genk zu Bayern.